Hallo meine lieben Jungfrauen, was erwartet euch im April in puncto Liebe, Beruf und Geld? Ich freue mich sehr, für euch lesen zu können und ja, ich lege sofort los und du kannst mir aber sehr gerne helfen, mich mit deiner Energie zu verbinden und für dich nochmal genauer lesen zu können. Die einfachste Form der Einwilligung, mich mit deiner Energie zu verbinden, ist, dass du dieses Video likest. Oder gerne auch mit deinem Namen, deinem Sternzeichen, deinem, ja, einem Herzen oder anderem wundervollen Emoji kommentierst. Meine liebe Jungfrau, ich freue mich sehr und bin sehr gespannt, was dich im April erwartet. Erlaube mir, mich mit deiner Energie zu verbinden. Ich freue mich sehr. So, los geht's. Wenn du mich auch dabei unterstützen möchtest, dann abonniere diesen Kanal, aktiviere die Glocke, teile gerne meinen Kanal oder meine Videos oder dieses Video oder alle Videos. Ich freue mich sehr über deine Unterstützung. Gerne auch monetär gesehen, meine PayPal-E-Mail-Adresse ist unten eingeblendet. Oder auch Bitcoin. So, für die Jungfrauen, ich freue mich sehr, was passiert in puncto Liebe, Beruf, Karriere und Geld. Sehr spannend. Wir haben im Punkt zur Beziehung die Hauptenergie, The Fool. Es gibt einen frischen Start in deine Beziehung. Wir haben auch zwei der Münzen. Wir sehen hier König der Münzen und Temperance. Also Ausgeglichenheit. Das ist etwas, was du womöglich vielleicht sogar entweder in diese Beziehung oder generell liebestechnisch noch nie erlebt hast. Und du merkst, dass die Ausgeglichenheit, dass du auf jeden Fall auch dieser Ruhepol der Beziehung bist. Es fällt dir ganz leicht, für die Balance zu sorgen. Es fällt dir ganz leicht, in deine Kraft zu bleiben. Es fällt dir ganz leicht, mit den Emotionen umzugehen. Und womöglich merkst du, dass all die Arbeit, die du bis jetzt in dich investiert hast, um diese Stabilität, aber auch gleichzeitig diese emotionale Flexibilität innerhalb der Beziehung zu haben, das ist etwas, wo du endlich ausleben kannst. Also egal wie es passiert, egal was entweder in der Beziehung passiert oder du bist Single und wirst vielleicht von deinen kurzen Affären, kann man sagen, vielleicht früher wärst du enttäuscht, aber hier ist etwas, dich kann nichts catchen. Also auch liebestechnisch gesehen, beziehungstechnisch gesehen, bist du voll in deiner Kraft. Ich kann nichts catchen. Wenn du Tiere, Haustiere hast, bist du auf jeden Fall sehr stark mit ihnen verbunden und die spüren auch diese Leichtigkeit, die spüren auch diese Stabilität, diese Unantastbarkeit. Du bist voll in deinem Element, dir fällt es leicht zu ruhen, dir fällt es leicht zu tanzen, frei zu sein. Bist auch viel in der Sonne, vielleicht ist es sogar auch sogar so, dass du auch für dich die Sonne entdeckt hast, dass du merkst, okay, je mehr ich in der Sonne bin, desto mehr bin ich entspannter, desto mehr bin ich kreativer und das ist etwas, was du in die Beziehung mit reinnimmst. Also wie gesagt, sehr ausgeglichen, ruhig in deinem Element, dir fällt es leicht, dich solltest du einen Partner haben, dich in deinen Partner hineinzuversetzen, ihn zu verstehen, dich quasi so in beide Rollen hineinzuversetzen und da wie so eine, ja, so diese, ich meine, diese Service-Gedanke, ne, jemanden zu helfen, für jemanden da zu sein, diese Detailverliebtheit, das sind die Elemente, die sind die Skills, die dich auszeichnen. Und da steht auf jeden Fall auch die Liebe komplett in diesem Element. Also dir fällt es leicht, wie gesagt, das große Bild zu sehen. Dir fällt es leicht, dich in die Emotionen der anderen Person oder in die Emotionen deines Gegenübers hineinzuversetzen. Und das macht dich tatsächlich frei. Also super spannend. Also sehr, sehr leichte, schöne, stabile Energie. Du weißt deinen Wert, egal ob sollte denn der Partner irgendwie einen Film schieben, ne, oder irgendwie Streit versuchen zu erzeugen oder irgendwas bemängeln,
bist du unantastbar, weil du weißt, du bist der König der Münzen. Dein innerer Mann ist wahnsinnig stabil, wahnsinnig gestärkt und lässt da auf jeden Fall auch so nichts zu, was irgendwie Selbstwertgefühlminderung betrifft. Und das ist etwas, was du womöglich vielleicht auch sogar noch nie in den Beziehungen erlebt hast. Also du erfreust dich an deinem stabilen Selbstwertgefühl innerhalb der Beziehung. Und auch solltest du Single sein, merkst du, dass dich das nicht mehr catcht. Früher dachtest du vielleicht, oh, ich bin Single, ich wünsche mir eine Beziehung, jeglicher Vergleich hätte dich aus der Balance rausgezogen, jetzt toucht dich nichts mehr. Ja, der Alchemist, du bist der Alchemist deines Lebens. Du weißt ganz genau, wie du dich wieder fängst. Was sehen wir auf der beruflichen Ebene? Page der Stäbe. Okay, hier wird etwas Neues angefangen. Hier wird etwas Neues angefangen. Okay, etwas mit jemandem, der ähnlich tickt, ähnlich denkt, jemand, der ähnlich crazy ist, kann man sagen. Ihr beide arbeitet, also wie soll ich sagen, ich will nicht sagen, ihr arbeitet gegen etwas Bösem, aber ihr habt quasi, wie soll ich sagen, zum Beispiel ein Coach. Ne? Ein Coach möchte ja das Gegenteil von Verunsicherung, das Gegenteil von Schatten ins Licht, was gibt es noch, Ängste auflösen. Ne? Also kann man sagen, ich will gar nicht sagen der Gegner, aber verstehst du, was ich meine? Ne? Man möchte quasi aus der Angst in die Liebe. Das heißt, was ich damit meine, dass quasi diese Person, mit der du etwas Neues anfängst, neue Idee, ihr arbeitet quasi gegen etwas, was vielleicht nicht für alle sichtbar ist, aber was vielen Angst macht. Das könnte sein, du machst dich selbstständig oder du baust mit jemandem ein Geschäft auf, wo ihr zum Beispiel gemeinsam Traumata aufarbeitet oder Angst in puncto Geld auflöst. Na, weil viele haben Angst vor Geldmangel, viele haben Angst, die Traumas anzufangen. Und wie gesagt, dieses diese dunkle Sache sozusagen ist etwas, was euch vereint. Und das ist echt eine geile Sache, wo du dich wahnsinnig frei fühlst. Wir haben 10 der Stäbe auf dem Kopf. Es fühlt sich nicht nach schwerer Arbeit an. Das fühlt sich so an, du sitzt da und das Geld kommt zu dir. Also eine sehr leichte Energie auch hier, womöglich ist es auch etwas, wo du dich vielleicht so ein bisschen wie ein Jubi fühlst. Ja. Page der Stäbe, na, man fühlt sich so ein bisschen, also man fühlt diese Aufregung, man macht etwas, man merkt, oh, ich bin so ein bisschen, ich mache etwas Neues, das fühlt sich aufregend an. Aber eigentlich, das ist dafür da, damit du quasi etwas Neues erfährst, diese frische Energie, womöglich sogar deinem Kindheitstraum nachgehst. Als Kind hast du Dinge vielleicht leicht, schnell umgesetzt. Womöglich hast du dir vielleicht sogar als Kind immer einen Gleichgesinnten gewünscht an deine Seite, mit dem du verrückte Dinge machen kannst. Und jetzt kommt dieser Kindheitstraum in Erfüllung. Und diese Arbeit, du fühlst dich in dieser Arbeit wie ein König der Stäbe. Das heißt, all die Erfahrungen, die du gesammelt hast im Leben, all deine Kreativität fließt da. Und du merkst, du kannst sitzend Geld verdienen. Du musst dich nicht anstrengend, es fließt alles aus dir. Na, du sitzt da und du brauchst einfach nur aufschreiben oder du brauchst einfach nur Telefonhörer anheben und Leute anrufen und du merkst, krass, wow, mega Flow. Ja, the universe, du fühlst dich vom Universum beschützt. Das fühlt sich wie endlich, ja, im Fluss zu sein. Na, jetzt macht das alles einen Sinn. Das Universum beschützt dich. Und geldtechnisch, schau mal, 7 der Stäbe. Schau mal, was das nochmal bedeutet. Das ist die Hauptenergie. Wir haben 4 der Stäbe, wir haben Ass der Münzen und wir haben 7 der Münzen. Also nochmal die 7. 2x die 7.
Und geldtechnisch sehe ich, dass du womöglich auch mit dieser Person tatsächlich sehr leicht mit dem Geld umgehst, beziehungsweise Geld verdienen fühlt sich hier leicht an, weil es wie so nach so einer Traumerfüllung anfühlt. Endlich hast du jemanden an der Seite, der genauso ähnlich verrückt ist und zusammen seid ihr stark. Du bringst deine Erfahrungen, diese Person bringt die, ihre oder seine Erfahrungen. Es kann sogar sein, dass du mit deinem Partner ein Geschäft aufbaust. Und das ist etwas, wo es sich sehr, sehr stabil anfühlt. Also zwei Stäbe von deiner Seite, zwei Stäbe von der Seite deines Partners. Und ihr werdet oder du wirst womöglich mit den Ängsten vielleicht konfrontiert, was auch Geld betrifft von früher, deswegen auch sieben der Stäbe. Aber eigentlich der eigentliche Prozess ist sehr, sehr leicht. Du bist nicht mehr allein. Ja, du bist nicht mehr allein. Ass der Münzen. Hier wird auch Neuanfang gesehen sozusagen. Das heißt, es ist ein Neuanfang, bedeutet auch entspannt, alles gut, es kommt alles zu dir. Womöglich hast du auch sogar diese Zuversicht schon oder hast dann im April. Und ja, das ist etwas, was hier quasi gesehen wird, wo du weißt, wenn ich das regelmäßig pflege, bringt das Kohle. Na, wie diese Pflanzen. Das heißt, sie steht da, sie gießt das und sie sieht eigentlich die, durch die regelmäßige Pflege kommen Ergebnisse. Und du weißt, das ist geldtechnisch, du musst zwar immer was tun, aber das ist ein freudiges Tun. Du weißt, du bist hier nicht alleine, du hast ja auf jeden Fall Gleichgesinnten an der Seite. Ihr habt ein Geschäft aufgebaut, was auf jeden Fall Potenzial hat. Wo durch die regelmäßige Pflege sozusagen das Geld wachsen wird. Das Geld wächst hier tatsächlich auf den Bäumen. Und auch hier kann das sein, dass auch die Erfahrungen, die du gesammelt hast in puncto Geld, Geldmangel oder du wusstest, früher oder später wird das Geld, also all das fließt auch hier in dieses Projekt, in diesen Prozess, in dieses Geldverdienen, das quasi auch vielleicht sogar die letzten 7 Jahre des Geldverdienens, diese Erfahrungen jetzt hier zusammengesammelt werden, wo du auch quasi hier auch unerschütterlich bleibst, ne? Also irgendwie macht im April alles einen Sinn. Du kommst so stark in deine Kraft, dass dir weder persönlich jemand was antun kann, sei es dein Partner oder na, im Punkt Selbstwertgefühl, denn Liebe, Beziehung, es betrifft auch immer ein Stück Beziehung zu dir selbst, die innere Selbstliebe. Auch hier beruflich fühlst du wunschlose Glücklichkeit, endlich jemanden an der Seite haben, endlich dieser Kindheitstraum, na, ich habe einen Buddy an der Seite, mit dem ich Pferde stehlen kann. Und das Geld fällt dir zu, schau mal. Das Geld fällt dir zu. Das Sicker, aber die Hände sind geöffnet. Du hast die Weisheit, du weißt, wie man Geld verdient. Und jetzt womöglich macht das irgendwie auch Klick und macht das Sinn, warum du all die Erfahrungen auch geldtechnisch gesammelt hast, in unterschiedlichster Art und Weise, ob es Geld gab, ob es Geld nicht gab. Du weißt, wie du dich ausrichtest. Du weißt, wie du mit verschiedenen Situationen umgehst. Und das macht so eine Zuversicht. Das erlaubt dir einfach dazustehen und sagen, okay, wenn ich Geld brauche, weiß ich, ich kann das erzeugen. Aber ich habe mich entschieden, ich weiß, ich will schön Geld verdienen. Ich will mit Freude Geld verdienen. Ja, und diese Einstellung und diese Zuversicht erlauben dir einfach die Hände zu öffnen und tatsächlich das Geld zu dir zu kommen. Also Jungfrau, mega geile Energien. Ich freue mich sehr, dass du das dir angeschaut hast, weil es auf jeden Fall sehr, sehr schöne Botschaften sind. Lass mich wissen, ob es mit dir resoniert. Ich freue mich sehr. Alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.